Zu Wort gemeldet ist nun die Frau Abgeordnete Gabriele Heinisch-Hossek. Bitte, Frau Abgeordnete. Vielen Dank, Frau Präsidentin, Mitglieder der Bundesregierung, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, Zuseherinnen und Zuseher. Wenn junge Menschen die Demokratiewerkstatt des Parlaments besuchen, dann diskutieren sie dort unter anderem, aber sicherlich über die drei Säulen, die unsere Demokratie ausmachen. Das ist zum einen dieses Parlament, also wir alle, die Abgeordneten dieses Hohen Hauses. Das ist die öffentliche Verwaltung, die dann die Gesetze, die wir hier beschließen, exekutiert, ausführt und die vielen, vielen Bediensteten im öffentlichen Bereich diese Gesetze helfen umzusetzen oder direkt umsetzen. Und die Gerichtsbarkeit als dritte Säule. Die Gerichtsbarkeit, die kontrolliert und schaut, ob wir alle, jeder Bürger, jede Bürgerin in diesem Land nach bestem Wissen und Gewissen uns an diese Gesetze halten. Und genau diese drei Säulen oder dieses Dreieck, wie ich es nennen möchte, ist sicher in der Lage, in den nächsten 4 Monaten bis zur Wahl auch ohne diese Mitglieder der Bundesregierung die Demokratie nicht nur aufrechtzuerhalten, sondern auch für unser Parlament, für die Bürgerinnen und Bürger gute Arbeit zu leisten. Denn ich bin vereidigt, so wie Sie alle, auf die Verfassung. Und wir haben alle den Eid abgelegt, nach bestem Wissen und Gewissen unsere Arbeit zu leisten. Aber wenn zwischen anständig und unanständig nur mehr so ein schmaler Grat ist, wenn es nicht mehr anständig ist, in einer Krisensituation, einer politischen Krise, wohlgemerkt, wie wir sie jetzt verspüren, genau diese Legislative, die Mitglieder des Hohen Hauses oder Vertreterinnen derselben, hier zu kontaktieren und zu sagen, wie können wir alle gemeinsam diese Krise schnell bewältigen und sehen, dass wir hier den nächsten Schritt tun bis zur Neuwahl. Wenn das nicht passiert, dann ist der Schritt in die Unanständigkeit nur mehr ein sehr kleiner. Und Herr Bundeskanzler, Sie müssen sich gefallen lassen, dass es nicht anständig war, diese wenigen bis keinen Versuche hier mit allen vertretenen Parteien so ins Gespräch zu kommen, dass man diese Krise auch gemeinsam bewältigt, dass sie das verpasst und versäumt haben. Und wir plädieren dafür, dass wir, wenn heute dem Bundeskanzler der Bundesregierung, und ich möchte nicht hintanhalten zu sagen, dass die neuen Mitglieder der Bundesregierung durchaus Expertinnen und Experten sein mögen, aber es für uns nicht geht, dass sie türkise Aufpasser oder Aufpasserinnen an der Seite haben. Nein, wir wollen kein Wahlkampfkabinett, wir wollen ein funktionierendes Kabinett. Der Bundeskanzler wollte sich ein Wahlkampfkabinett aufbauen, das lehnen wir ab. Das Vertrauen ist nicht gegeben. Und wenn man einander nicht mehr vertraut, dann muss man sich trennen. Und genau diese Trennung zu vollziehen, um an den Anfang meiner Worte zu kommen, zu gewährleisten, dass Staatshandeln sichergestellt ist, dass bis zur Wahl sicher und ganz ruhig in diese Wahl gegangen werden kann. Deswegen ist es Grund genug, dieser Regierung nicht mehr zu vertrauen und ihr das Vertrauen zu entsagen.